Hallöchen zu einem neuen Video. Ich begrüße ganz lieb meine Karin. Hallo. So Leute, heute bringen wir euch den Frühling nach Hause und den Osterhasen, ganz genau. Und das Wetter spielt auf jeden Fall mit. Ich glaube, deutschlandweit kriegen wir die nächsten paar Tage, ja, ordentlich zweistellig. Ich glaube, so um die 15, 17 Grad. Und ich denke, das trifft fast jeden in Deutschland. Und wir machen heute eine schöne Osterdeko, die aber auch wieder wandelbar ist. Karin, was macht man heute? Also ich habe hier da aus meinem Fundus noch so einen schönen Korb gefunden, der wie ein Nest aussieht. Der ist richtig groß auch, ne? Der hat bestimmt 40 Durchmesser, ja. Ne? Mhm. Dann habe ich natürlich schon vorbereitet. Unten Trockenmasse, den ganzen Korb mit Trockenmasse ausgefüllt. Die habe ich aber mit Heißkleber fixiert, damit die schön fest ist. Okay. Und dann habe ich angefangen, die ganze Oberfläche mit Moos abzudekorieren. Dann sieht es schon mal aus. Ein schönes Nest. Das sieht so schon wieder schön aus. Da kann man eigentlich damit jetzt schon schön was arbeiten. Ne? So, und heute der Hingucker, das Highlight. Da, 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 da. Toll, ist der nicht Wahnsinn? Unser silberner Hase. Kriegt den gar nicht aufs Bild. Das soll ein silberner Hase sein. Der ist ja mega. Der ist riesig. Ich finde den so toll. Also das ist der der ist richtig schwer. Muss mal hier von der Seite. Hast du den noch im Laden? Weil ich habe den ein paar Mal sitzen sehen. Ja, ne? Wir haben noch 3 Stück im Laden. 3 Stück. Also, wenn ihr aus Kulmbach und Umgebung seid, ruft gern bei Blumen im Ratskeller an. Per, ja. Click and Collect, so heißt das. Abholung. Genau. Wie gesagt, verschicken ist schlecht bei sowas, nee, weil das ist Keramik. Der ist aber genial. Der ist mega. Was kostet der überhaupt? Ich glaube 34 oder 35. Das ist 95. Ja echt nichts. 35, 95. Für die Größe ist ja, ja Wahnsinn. Aber gut, ich muss zu Hause wieder auf Sachen zurückgreifen, die ich schon habe. Aber das ist ein richtig riesengroßer Hingucker. Und wie machst du das jetzt? Also ich möchte jetzt das Nest, dass es nicht so wieder so brav aussieht. Gibt es jetzt in der Natur wieder die Hängebirke. Hängebirke. Die ist noch nicht ausgetrieben, oder? Aber die ist biegsam, oder? Die ist eben schön biegsam. Dadurch, dass die hängt, die ist weich, die kannst du in alle Formen biegen. Schön. Wie kriegt man die jetzt her? Alles ist zu? Kompostieranlage. Echt jetzt? Wenn die Leute Bäume schneiden. Ach so, also schaut euch um. Ich habe da unten wieder so eine Gabel mit so einem 12er Draht gemacht. Genau. Und ich stecke das jetzt einfach hier hinten rein. Und diese, sag mal, diese Trockensteckmasse, die, da hält das besser, als wenn man eine andere nimmt, oder? Bei Feucht gibt es halt nach. Und ich finde auch gerade, wenn du dann mit Keramik und ich möchte ja dann noch ein bisschen mit Trockensachen sowieso arbeiten, ist es besser, wenn man einen Trockenschwamm reinarbeitet. Ja, ich habe auch den Eindruck, das hält da viel besser. Dann legt ihr einfach die Birke noch so ein bisschen rum. Dann habe ich mit diesem Draht wieder eine Gabel gemacht und habe das fixiert. Zack, festgesteckt. Das Ganze da auch noch ein bisschen nochmal fixiert. Dann habe ich noch mal ein zweites Teil. Ihr müsst das auch nicht unbedingt, ihr könnt es, wenn ihr euch schwer, auch so schräg mal in den Schwamm reinstecken. Ein bisschen versetzt, dann genau. Kommt das ein bisschen weiter rum noch. Dann sieht das wieder sehr spannend dann aus. Auch ein bisschen fixieren. Dann habe ich da noch so ein kleines Teil, das baue ich auch noch mit rein. Braucht man gar keine Heißklebe oder irgendwas? Nee, ich habe zwar nachher mal eine ein, falls doch mal was ist zum Kleben. Mhm. Aber das meiste kannst du wirklich mit Draht machen. Mhm. Aber wie gesagt, einen guten 12er Draht, damit der sich fest verankert. Genau, da hält es dann auch. So, dann haben wir diese Woche, wir sind total happy. Und gibt's wieder? Ich habe schon gedacht, was ist denn das Tolles, und Mensch. Da habe ich so eine super grüne Girlande bekommen, die finde ich die total sieht echt toll, so ne? Echt aus, ja Wahnsinn. Und mir gefällt halt diese Holzstruktur, die da so dazwischen ist. Mhm. Und das Ersatzteil ist wirklich das frische Grün. Gerade wenn man jetzt immer noch heizt. Klasse. Ja, genau. Das geht auch nicht kaputt, ne? Es verblüht nicht und dann bröckelt alles runter und fliegt alles runter. Das hätte ich jetzt auch einfach hier hinten angesetzt. Und dadurch, dass das so biegsam ist, könnt ihr das auch einfach ein bisschen um den Korb drapieren. Mhm. Das sieht mega aus. Was kostet so ein Stück bei dir? Schauen wir mal kurz dran gucken. Weil ich habe das 8,95. Aber das ist ja wirklich viel dran, ne? Ja.
Schau mal, wenn du schon frisches Grün kaufst, was du dafür bezahlen musst. Ja, und das ist nach einer Woche kaputt. Genau. Nach 2 Wochen ist hi. Und das kannst du halt immer wieder verwenden, ne? Das sieht so natürlich aus. Ich finde halt so cool, weil das so locker fällt. Total. Und dadurch hast du jetzt diese ganze runde, kompakte Form wieder aufgelockert, aber hast trotzdem noch eine Nestform. Absolut. Also gigantisch. Ich muss so weit zurückgehen, weil das ist so groß alles heute hier. Ich denke, man sieht das richtig gut. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen klotzen. Ne? So klotzen, ja. Also das ist wirklich was Dimensionales, für ein, was Großes. Ja, sein. Das ist was Großes für einen großen Esstisch oder auf so einem alten Holztisch. Der muss aber schon richtig groß sein. Oder ein großes Sideboard. Man kann so in der Idee auch mal was Kleineres, wenn man ein kleines Köpfchen Ich muss kleiner bauen. Macht. Ich muss kleiner klotzen. Ne? Dann haben wir jetzt wieder unser Spinoza. Du weißt das ja. Das kennt ihr ja schon. Liebe es. Muss dabei sein. Einfach auch noch ein wenig so reinlegen. Ein bisschen, genau. Und dann finde ich das optisch schon cool. Super. Dann habe ich hier auch neu so kleine Schleiergrautbüschelchen. Das ist ja irre. Warte mal, dass die Kamera das mal genau einfängt. Oh, das sieht toll aus. Die sind so unterschiedlich. Wow. Das ist so ein Mix. Ne? Da sind manche wie so ein bisschen leicht angeeist und die anderen mit offenen Blüten. Wunderschön, wirklich. Und die möchte ich jetzt so ein bisschen dazwischen drapieren. Ah, da machst du so kleine... Noch ein klein bisschen Farbe. Kleine Büschel ab davon. Genau. Ja, und ihr seht schon, die Karin, die nimmt immer nicht... Ich würde jetzt wieder 1000 verschiedene Sachen nehmen, aber sie nimmt immer gar nicht so viel. Das ist 1, 2, 3 verschiedene, 4 verschiedene Sachen und dann ist Ende. Weil sonst wird es auch, glaube ich, zu unruhig, ne? Nee, also so ein paar Kleinigkeiten kann man immer noch gerne dazu mischen, aber ich mag es auch nicht so bunt. Es kommt immer drauf an. In Frühlingssträußen mag ich schon das Bunt, aber Deko muss trotzdem ein bisschen ruhig sein. Ja. Schau mal, die auffällig, aber trotzdem ruhig. Ja. Klasse. Naja, und ich meine, das Wetter draußen hebt ja die Stimmung auf jeden Fall schon. Also wenn es auch, ich bin jetzt ja rübergefahren nach Kulmbach, wenn du in die Autos reinschaust, die Leute haben alle schon fröhliche Gesichter jetzt. Ich glaube, jetzt geht's aufwärts, Leute. Also. Ja. Dann habe ich noch so kleine weiße Federn. Wahnsinn! Das macht es wieder ein bisschen so österlich, ne? Und fängt leicht. Auch genau. Ja, cool. Ach, die zupft auch ein bisschen auseinander, geht. Und die könnt ihr auch einfach dann so dazwischen schieben. Solltet ihr das Nest öfters bewegen, dann könnt ihr es auch mit einem Heißkleber kurz fixieren. Aber nur die meisten lassen es wahrscheinlich stehen erstmal, ne? Also trägst ja nicht ständig von A nach B. Aber das ist echt cool. Wir hatten ja auch diese Enden da mit den Federn. Und ja, Federn, die sind ja alle weg schon, ne? Sagst du, alle weg gewesen, haben die ganzen Kulmbacher hier aufgekauft. Haben uns aber auch sehr gefreut. Wie gesagt, wir haben ja jetzt noch Pelikane, die sind auch süß. Muss ich gleich mal gucken, ne? Kannst du halt länger. Blende ich euch gleich nochmal ein hier. Super, also das sieht mega aus. Und dann habe ich hier noch ein Stück Baumrinde, die ich noch mit reinarbeite. Dann habe ich noch ein paar natürliche Wachteleier. Jawohl. Die kann man ja auch immer wieder verwenden. Ne? Da habe ich auch noch jede Menge vom letzten Jahr. Also muss man bei so einer Nestform eigentlich auch nicht fixieren. Ich habe zwar, wie gesagt, die Heißklebe da. Aber ihr könnt es gerne einfach ein bisschen reinlegen. Immer mal so dazwischen. Ja, wie gesagt, noch 6 Wochen bis Ostern. Ne? Wir müssen auch ein bisschen Gas geben. Das ist Wahnsinn. Verrückt ist das. Und unser Laden ist immer noch nicht geöffnet. Nee, das ist traurig. Ein Trauerspiel. Wirklich. Ja, absolut. Ganz traurig. Aber ich schaue, dass ich jede Woche einmal wenigstens hier bin und dann, dass wir ein Video machen. So, dann haben wir schon richtig einen schönen Nestcharakter. Und damit das Ganze jetzt noch ein bisschen frisch und lebhafter ist, was machst du denn jetzt noch? Habe ich mir überlegt. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe hier so Reagenzgläser, so dicke. Da habe ich außen ein bisschen Moos rumgelegt und dann mit einem schwarzen Draht eine Gabel gemacht zum Reinstecken. Wie hast du den Draht befestigt? Also ich hast du den geklebt? Oder? Nein, ich kann das nur eine Gabel gemacht und wieder eine Gabel. Ich mache das gerne mal für euch nochmal auf, damit ihr das seht. Weil ich hätte jetzt wieder das Problem, wie einmal drumlegen und als Gabel und dann reinstecken. Weißt du, weil... Also ich habe das Reagenzglas, habe da einfach das Moos rumgelegt. Ihr hält es mit der Hand fest, macht dann den Draht. Zusammenbiegen? Zusammenbiegen.
und unten wieder. Und dann nur zusammendrehen. Drehen und das hält, da rutscht es nicht durch. Nee, und dann habt ihr so eine Gabel. Das ist klasse. Und dann könnt ihr das hinstellen. Mega klasse. Und da dachte ich, dann machen wir jetzt mal zwei Reagenzgläser in den Hinterbereich. Einmal eins hinter den Hasen. Super Idee. Nochmal seitlich versetzt. Coole Idee. Wenn ihr die reingearbeitet habt, dann könnt ihr die Reagenzgläser mit Wasser füllen. Wobei, man muss die nicht ganz mit Wasser füllen. Ich würde da immer lieber mal ein bisschen nachschauen. Gerade bei Tulpen, ne? Ja. Die brauchen ja nicht so viel, habe ich gelernt. Ich würde da so ein Drittel mit Wasser füllen. Und dann möchte ich einfach ein bisschen frische Blumen einarbeiten. Was hast du da Schönes heute? Wir haben wieder die tolle Moorbirke bekommen. Ach, die hatten wir schon mal letztes Jahr, oder? Ja. Ich glaube, die kommt mir bekannt vor. Hallo. Die bei mir nicht aufgegangen ist. Genau. Einfach einen dicken Ast rein. Moorbirke, genau. Dann habe ich hier so Barnikumgras, um das Ganze wieder ein bisschen duftig und österlich zu machen. Das sieht so leicht aus, ne? Und ihr seht, ihr habt da schon schönen Halt. Dann haben wir so tolle weiße Papageientulpen. Wunderschön. Die auch wieder das auch. Grün hier spiegeln, das Weiß genau. Mit den Federn. Ich fange halt immer gerne so die Farben ich wieder weiß, auf. Ich weiß, ja. Und die steckt ihr dann auch einfach mit rein. So, und das Gleiche dann in Kürze auf die andere Seite, in das andere Glas. Wie gesagt, es spiegeln sich diese ganzen Grüntöne, das tut sich immer wieder wiederholen. Du machst ne? wieder verschiedene Höhen, ne? Dadurch ja. wirkt das auch wieder interessanter. Das ist ja genial. Und so Reagenzgläser kann man auch immer wieder verwenden, ne? Für verschiedene Sachen. Immer wieder. Und wie gesagt, ich finde es halt wirklich toll. Du hast jetzt da eine frische Deko, die Gräser und die Zweige, das hält ja länger. Man kann sogar die Gräser trocknen lassen. Und das Einzige, ihr müsst euch dann mal ein oder zwei neue Tulpen kaufen. Man kann auch eine Anemone oder eine Ranunkel reinstellen. Ja, eben, dem, was mal lustig ist. Und man muss nicht fällt. 20 Euro ausgeben ja, dafür. Ich ne? fand halt jetzt die Papageitulpe einfach toll dazu. Ne? Ja, die passt ja hervorragend. Die passt jetzt absolut. Also schreibt uns gern mal in die Kommentare, ob wir euch ein bisschen aufmuntern konnten. Und wie es euch so geht in der Zeit jetzt, wo es langsam wieder wärmer wird und wo der Frühling durchguckt. Und bei mir sind schon die Schneeglöckchen aus dem Boden gekommen zu Hause. Das wird jetzt ganz schnell gehen, schätze ich, wenn die nächsten Tage so warm werden. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Und dann würde ich auch sagen, bitte bleibt alle schön gesund und wir zwei sagen Tschüss. Hier habe ich für die Vögelchen gebaut, ein kleines Häuschen und da mache ich dann immer lecker Essen rein. Da habe ich einen alten Joghurtbecher genommen und das habe ich hier nur festgeschraubt und in meinen Baum gehängt und da kommen ganz viele Vögel und hier oben zeige ich euch mal schnell, habe ich gestern ein Haus für Eichhörnchen gebaut. So, das hier unten ist für meine Amseln, weil die fressen am liebsten am Boden. Da gehen auch ganz viele rein, die mögen das total. Morgen baue ich mit meinem Mann noch einen Nistkasten für Spatzen, und für Meisen. Und hier habe ich ein Eichhörnchenhaus gestern gebaut. Mit einer schönen Klappe zum Zumachen. Habe es natürlich noch ein bisschen verschönert und hier sind wir schon in unserem schönen Wald. Da habe ich nämlich gestern an den Stämmen Eichhörnchen gesehen. Vielleicht haben sie ja Lust, ein bisschen was zu essen bei mir. Dann können sie gerne kommen. Ja, so schaut es aus. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.